Immer weniger Menschen wollen sich von ARD und ZDF die Meinung aufdrücken lassen und schauen es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr. Obwohl man dafür, sage ich mal, das unnötigste Abo überhaupt zahlt. Da auch dieser Trend vor allem sich immer weiter fortsetzt, steigen auch bestimmte Ausgaben, wie zum Beispiel für Marketingmaßnahmen in Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und zum Beispiel auch Google, damit an der Stelle natürlich hier weiterhin die Leute Bescheid werden und man sozusagen seine Notwendigkeit darstellen kann. Spannenderweise sprechen wir in diesem Bereich auch mal über Riesenkrabben, denn diese sind enorm für die Demokratie und vor allem auch für das allgemeine Verständnis natürlich der Welt notwendig. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es sind, wie gesagt, schon ein paar krasse Zahlen, die hier in aktuellen Artikeln durch das Internet gehen, um die Welt wäre ein bisschen übertrieben. Und zwar Hauptthema ist natürlich ARD, ZDF und andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, kämpfen mit einem gewissen Bedeutungsverlust. Liegt vor allem daran, weil auch immer weniger Menschen hier ganz einfach auch diesen öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland vertrauen. Hauptgrund war natürlich zum einen hier durchaus auch Desinformationskampagnen, die es in den letzten 10 Jahren so gab, die ja auch, sage ich mal, auf Podiumsdiskussionen öffentlich dargestellt worden sind, dass sie auch so gewollt waren. Was aber nicht diese ganz einfach Anstalten davon abhält, uns weiter auch mit Marketing zu bescheiden. So wird jetzt auch ein großer Teil hier des Rundfunkbeitrags für zum Beispiel hier Werbebeiträge ausgegeben, hier zum Beispiel von Apollo News, unsere Zusammenstellung, 1619 Beiträge bewarb die ARD, dann 209 Beiträge ZDF und hier beim Deutschlandradio hier 75 Mal und natürlich auch Deutsche Welle 27 Mal und. Hier gibt es dann noch eine weitere Aufstellung, wie gesagt, wer hier wie viele bekommen hat. Haupt natürlich Konzern, der davon betroffen wurde oder der davon profitiert hat, ist natürlich allen voran hier Meta, also sprich mit Facebook und Instagram. Insgesamt allein hier 11 Millionen Gesamtkosten beim SWR für im Großen und Ganzen hier diese Werbemaßnahmen. Jetzt ist es natürlich so, man kann natürlich verstehen, dass bestimmte Beiträge hier beworben werden. Das Ganze ist aber auch relativ spannend, wenn man sich das anschaut und da muss ich euch das Ganze nochmal herholen, denn das ist durchaus natürlich spannend, wie hier im Grunde mit den Werbegeldern, also Rundfunkbeiträgen umgegangen wird, denn die höchste, das muss man sagen, das ist wirklich das spannendste Thema, die höchste Einzelsumme für das ZDF, zumindest laut den Berechnungen, auch hier mit sogenannten CPM-Berechnungen, wo man sagt, okay, wie viel das im Normalfall kosten würde, waren hier laut dieser Berechnung und zwar eine Art Dokumentation über Riesenkrabben. Dafür wurde hier mit Blick auf die entsprechenden Impressionen ein im Grunde CPM-Wert von 14.250 Euro veranschlagt. Das ist im Großen und Ganzen hier die größte Summe, natürlich gefolgt dann noch die Spielesendung Tresor. Bedeutet also, wir sind natürlich bei diesem Bereich, wo wir ganz klar sagen müssen, die ARD, die ZDF oder das ZDF sind hier enorm wichtig für unsere Demokratie und für die neutrale Berichterstattung. Und deswegen müssen wir eine Art Dokumentation über Riesenkrabben ganz einfach so massiv bewerben, damit wir hier 5 Millionen Menschen erreichen. Eine gewisse Ironie ist natürlich hier auch schon enthalten, muss man ganz klar sagen, denn verständlich bleibt das nicht. Also ich kann verstehen, wenn man bestimmte Beiträge hier bewerben würde, aber man muss doch auch ganz klar sagen, nach dem Selbstbild der Öffentlich-Rechtlichen sind sie doch das unangefochtene Medium hier mit dem Vertrauen. Jetzt gehen wir aber hier natürlich noch in eine weitere Thematik rein, denn ich habe es euch ja schon mal versprochen und zwar schon mal vorgestellt mit Blick auf die interaktive, ganz einfach Datenbank hier des Bundestags. Und relativ spannend ist auch, dass auch der Steuerzahler regelmäßig zur Kasse gebeten wird. Wir haben vorhin gelesen, oben Deutsche Welle war mit dabei und ich habe es euch ja schon mal gezeigt auf der Seite hier des bundeshaushalts.de.
Da gibt es eine große Zusammenstellung, da kann man sich hier durchklicken. Ich bin jetzt schon mal beim Bundeskanzleramt hier reingesprungen, weil es hier so ein kleines Gepfriemel ist, da ist mir relativ schwierig reinzukommen. Und da gibt es ja diesen Posten, ich nenne es mal so den Claudia-Roth-Posten, und zwar die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wenn man hier reinklickt, stellt man auch relativ schnell fest, naja, was ist denn das für ein großer roter Posten? Und zwar hier Zuschuss an die deutsche Funkanstalten Deutsche Welle. Jetzt wären natürlich diejenigen, die sagen, okay, wir klicken hier weiter drauf, kommt man natürlich drauf, okay, dass es hier bestimmte Bereiche gibt, die hier gefördert werden, wie zum Beispiel für bestimmte Stiftungen und so weiter und so fort. Dann muss man sich aber dann die Frage stellen, wenn hier bestimmte Förderaufgaben mit dabei sind, warum muss dann die Deutsche Welle, und natürlich da verstecken sich in den Stiftungen, Fördergelder und sonstiges noch andere Themen dahinter, wo dann auch zum Beispiel irgendwelche, Videoprojekte hier finanziert werden über Steuergelder, die dann im Großen und Ganzen hier dann euch ARD und ZDF dann ausgestrahlt werden. Am Ende zahlt das natürlich der Steuerzahler, sprich, wir zahlen zum einen natürlich den ganz normalen Beitrag, der immer laufend erhöht wird, plus on top nochmal hier das Ganze mit Steuergeldern. Und wer sagt, das stimmt nicht, weil das sind ja im Grunde hier bloß so bestimmte Projekte, die gefördert werden, dann schauen wir uns mal hier einen Artikel aus dem Jahr 2013 an. Und zwar auch hier heißt es Pauschale an ARD und ZDF und Co. Ja, wie denn das? Und zwar an der Stelle ist es so, dass kommunale Haushalte erhöhen sich hier teilweise die Rundfunkgebühren bzw. die Rundfunkbeiträge, also sprich GEZ, um das 10-fache, in manchen Fällen sogar um das 13-fache. Und zwar Hauptgrund ist natürlich hier, an der Stelle, im Gegensatz zu den Privathaushalten, die mit einer Einmalzahlung pro Haushalt anstatt wie bisher pro Kopf belastet werden, müssen die Kommunen ihre Beiträge pro Dienststelle und Betriebsstätte entrichten. Kosten in bis zu 13-facher Höhe seien möglich. Das ist deutlich teurer als bislang hieß es und könne nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sein, da Städte und Gemeinden in ihren Einnahmen und Steuergeldern beziehen, sind es vor allem die Steuerzahler, die unter der Erhöhung leiden. Zwar kann der Einzelne von der Neuregelung profitieren und in der direkten Abgabe weniger zahlen, aber eine indirekte Abgabe hier im Großen und Ganzen über den Steuerzahler sei gegeben. Was natürlich auch dann wieder ein Problem ist, dass man ganz klar sagen muss, hier werden die Kosten für den Steuerzahler am Ende massiv erhöht, denn er zahlt sich direkt über seine eigene Abbuchung. Das war das, was wir schon bei mehreren Steuersparthemen hatten in der Vergangenheit, dass man sagt, hey, du, auf deiner Lohnabrechnung ist doch wesentlich mehr netto drauf. Aber dass dir die Kosten jetzt mit Maut, CO2-Abgabe, Ticketsteuer und sonstiges hier um die Ohren fliegen, ach, das ist doch egal, das zahlen doch die bösen Unternehmer und die dürften es dir oder sollten es dir doch einfach nicht in Rechnung stellen, dann das ist deren Problem. Weiter geht's natürlich, wo man ganz klar sagen muss, das führt vor allem auch bei immer mehr ganz einfach Steuerzahlern dann zu einem Unmut, denn der Beitrag ist natürlich hier fällig. Und wenn man sich dann mal auch anschaut, hier von ARD selbst eine Zusammenstellung, wie das Ganze denn überhaupt zusammenkommt, da haben wir 18,36 Euro aktuell pro Monat, davon entfallen 12,78 Euro auf die ARD, 4,69 Euro auf das ZDF und 54 Cent auf das Deutschlandradio. 35 Cent erhalten die Landesmedienanstalten. Das heißt, von den ganzen Milliarden wird hauptsächlich natürlich ARD finanziert. Jetzt möchte man natürlich meinen, okay, wenn diese Reichweite ja weiterhin so gegeben wäre, dann wäre das doch nicht nötig. Aber ganz klar ist an der Stelle, dass man hier sagen muss, die Statistiken sagen was anderes. Zuschauermarktanteile, ausgewählte TV-Sender in Deutschland hier, mal so eine Zusammenstellung mit dem Gesamtpublikum ab 3 oder im Grunde 14 bis 49, also die jüngere Generation. Und hier sieht man vor allem hier einen ganz klaren Trend nach oben und bedeutet hier, während das Gesamtpublikum hier knapp, sagen wir mal, 25-26% ausmacht, hier bei den Öffentlich-Rechtlichen, sind alle anderen Sender hier nicht im Grunde im Öffentlich-Rechtlichen, sondern privat. Das heißt, 74% an der Stelle sind im Großen und Ganzen hier nur für im Grunde die Privatsender oder schauen sich diese natürlich an. Nächster Punkt ist auch ganz klar an der Stelle die Nutzung der, von Mediatheken und Streamingdiensten. An der Stelle haben wir hier auch dieses Thema und zwar in Deutschland 2023, da sieht man es schon, auch hier bei der häufigen oder täglichen Nutzung YouTube, natürlich das Beste aller Zeiten hier überhaupt, dann Netflix, dann kommt Amazon Prime und erst dann kommt natürlich Telekom und dann Disney Plus und dann natürlich ARD Mediathek hier erst auf Platz 6 und dann die ZDF Mediathek geht dann weiter nach unten.
Wie gesagt, mittlerweile haben ja Gott sei Dank hier diese zwei Mediatheken zusammengelegt. Dann kommt man jetzt auf 6%, aber man sieht auch schon im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht mal bei den, sag ich mal, gelegentlichen oder wöchentlichen ist hier wirklich was dabei. Auch hier Amazon Prime, Netflix und YouTube ganz vorne mit dabei. Nur bei den, sag ich mal, monatlich mal oder zum Beispiel hier an der Stelle seltener hat man hier auch übrigens hier eine ARD, ZDF Online-Studio-Umfrage hier das Ganze so mal aufgestellt. Wenn man sich das Ganze anschaut, man hat hier auch wirklich kleinteilig das Ganze runtergerechnet, denn da muss man auch sagen, dass man hier ein sehr breites Thema hat, um natürlich hier diese Umfrage nicht ganz so blamabel aussehen zu lassen. Fakt ist aber am Ende, ARD und ZDF sind im Internet einfach hier völlig egal und dementsprechend auch in Zukunft wahrscheinlich weiterhin immer irrelevanter. Und da muss man natürlich massiv Steuergelder und vor allem auch Rundfunkgebühren hier im Großen und Ganzen rein buttern. Laut zumindest diversen Recherchen wurden hier mindestens 400.000 Euro im Jahr zum Beispiel bei den gängigsten, Beiträgen hier verwendet, mit natürlich diversen Medien. Man geht zum Beispiel hier davon aus, dass einige Sender das voll ausgenutzt haben, denn die haben ja nicht alles veröffentlicht. Man geht zum Beispiel hier, ARD dürfte bis zu 72 Millionen für Eigenwerbung ausgeben, SWR allein hätte 11 Millionen und das bedeutet, 1% des Jahresbudgets der ARD-Landesrundfunkanstalten kann in Eigenwerbung eingesetzt werden. Verschiedene Anstalten nutzen das auch vollkommen aus, zum Beispiel der BR, also Bayerische Rundfunk hier mit 11,8 Millionen und der Hessische Rundfunk mit 5,7 Millionen. Die beiden nutzen das voll aus und buttern hier also mehrere Millionen pro Jahr der Beitragszahlergelder im Großen und Ganzen in das Werbungsthema hier auf Facebook, Meta, YouTube, Google, was weiß ich, wo sonst noch. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das denn überhaupt notwendig oder kann man wirklich langsam davon sprechen, die Öffentlich-Rechtlichen haben schlicht und ergreifend fertig.